Olaf Schubert. Es gibt so viele Leute, die dann plötzlich einen Klassik machen, ja? Und das endet meist nie gut. Harald Schmidt hat Klassik gemacht, bevor er nicht mehr im Fernsehen war. Thomas Gottschalk hat Klassik gemacht, bevor er nicht mehr im Fernsehen war. Und jetzt machst du auch noch Klassik. Nein, ich mache ja keine Klassik. Ich referiere nur darüber. Und ich habe mich, ja, ich hatte natürlich auch die Chance, eine klassische Laufbahn zu starten. Aber ich habe mich anders entschieden und ich glaube, das war richtig. Du bist ja tatsächlich aktiv. Du bist in Dresden schon als sozusagen deiner Heimatstadt Wagner-Botschafter gewesen. Jetzt bist du hier wieder Klassik-Botschafter. Warum setzt du dich so für diese Musik ein? Nun, in erster Linie ist es natürlich ein Bestreben. Ich möchte auch selbst eines Tages Klassiker werden. Ich arbeite daran, Schulstoff zu werden. Und da ist es auch wichtig, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Und das Problematische ist, es gibt sehr viel Geschichte, auch sehr viel Musikgeschichte. Das sind ja wirklich Kubiktonnen von Tönen, von Noten, von Synkopen, von Koloraturen und Arien. Und ich versuche dort mal ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen. Und ich erarbeite auch momentan ein eigenes Olaf-Verzeichnis. Und ich bin allerdings noch nicht so weit, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen kann. OV1. OV1. Woran orientierst du dich denn so? Also was sind die Lichtgestalten? Mozart, Bach, Beethoven, Wagner, Brahms, Michael Jackson? Ja, ich würde sagen, genau in der Reihenfolge. Ja, es gibt viele Lichtgestalten, aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und gerade der Schatten interessiert mich. Es gibt doch, es gibt nicht, oder anders gesagt, es gibt doch eine Menge Kleinode. Es gibt nicht nur das Großöde, es gibt auch Kleinode der Musik, Juwelen, unveredelte Smaragde, also Rohdiamanten, sag ich mal, die es zu heben gilt. Ich hoffe ja darauf, dass ich eines Tages, wenn ich mal irgendwo aufräume bei einer alten Omi, dass ich da eine Oper finde. Warum sind denn diese ganzen Klassik-Leute immer so ernst? Also Mozart war anders. Mozart hat seine Besle-Briefe geschrieben, hat irgendwie übers Furzen, übers Kacken tatsächlich und übers Küssen gleichzeitig geredet. Aber alle anderen, so ein Beethoven und so, ich meine, der war jähzornig und böse. Warum haben die keinen Spaß, die Leute? Ich glaube, das liegt am Beruf. E-Musik heißt, ist ja die ernste Musik. Ne? Und dazwischen gibt es ja noch, oder das dagegen gestellt hat man die U-Musik, also die unernste Musik. Und mir gefallen besonders die Schnittmengen, also die Ü-Musik, die Übergangsmusik. Beethoven durfte nicht lachen, weil er wusste, ich mache E-Musik. Ja, ja, richtig. Ja, richtig. Ansonsten wäre er wirklich vom Eichamt oder wie das damals hieß, also vom Amt. Noteneichamt. Vom Noteneichamt hätte er sofort Strafzölle auferlegt bekommen. Er hätte bestimmte Noten nicht mehr verwenden dürfen, zum Beispiel Fis, G und D. Und dann sieht es schlecht aus im Spechthaus. Das wollte er nicht riskieren. Und das ist sozusagen das, was du jetzt überbrücken willst. Du bist Botschafter der Ü-Musik, also der Übergangsmusik, die zwischen Lachen und Weinen steht? Ja, zwischen Lachen und Weinen, zwischen Höhe und Tiefe, zwischen Hell und Dunkel, zwischen Yin und Yang, zwischen Ping und Pong, also im Prinzip zwischen allem. Deshalb bist du richtig auf dem Echo Klassik. Ja, genau. Genau. Okay, danke.